schieben und ich frage mit gemischten. Das ist so ein Mittel, das halt verhindert, dass die Figur da zu fest sich festsetzt da drin. Wie beim Kuchen mit Butter sozusagen, ne? In der Form dann. Ja, genau. In der Form dann, dann ist es dann auch so was. Du musst bloß da, dass da in die feinen Vertiefungen nicht ein Wassertropfen drin ist. Weil sonst macht man eine ohne Nasen, so wie die. So, dann steckt man das zusammen. Die großen Formen darf man jetzt natürlich mit der Schraubzwinge oder mit einem Lederriemen fest verbinden, aber die kann man in der Hand. Das ist so ziemlich die einfachste Form, die er hat. Darum hat er mir die ergeben, nachdem ich heute dafür erst eingeladen worden bin. Ja. So. Ja, da habe ich es jetzt nicht schön zusammenpresst. Wie läuft es aus? Und wahrscheinlich ist das Wachs auch jetzt noch ein bisschen zu. Schon alle Konturen sollten sich schon ausgebildet haben. Also wenn der erste Akkus nicht funktioniert, dann ist schon verpfuscht. Man kann es jetzt natürlich auch in einem Guss machen, dann drin lassen, bis vom Rand her halt so dick in etwas erkaltet ist und dann erst rausschütten. Aber dann ist die Gefahr, dass man Luftblasen reinkriegt. Und das wollen wir natürlich vermeiden und darum macht man das Ganze in ja, 5 Arbeitsgängen bei dem. Also am großen Feitschenkindl wie da oben, da wird das wahrscheinlich 6, 7, 8 Mal ausgegossen werden müssen. Irgendwann noch ein. Oh, schau mal, da ist was für dich. So, jetzt müssen wir es bloß noch ein bisschen trocknen lassen. Super, guck mal, was die da machen. Lauter Buben. Und wenn man das so angemalt hat, das ist ja ein Farben angekommen, ne? Ja, Nosen ist auch. Das ist halt jetzt, weil es nicht fest genug zusammenpresst war, die Form, dann läuft es halt an der Seite ein bisschen rein. So, und jetzt muss man schauen, ob es von hinten auch. Oh, da ist, das ist jetzt zum Beispiel, was nicht sein sollte, also, da ist halt das Wachs nicht gescheit reingelaufen. Aber das ist auch kein Problem. Sowohl so kleinere Dinge kann man dann noch reparieren. Da tut man einen Tropfen Wachs drauf. Und wie ist das denn man hier jetzt? Das ist jetzt schwieriger, wahrscheinlich. Ja. Ich habe erst gekostet, ne? So, jetzt kommt schon. So, ich darf das gerne übernehmen. Ist noch ganz warm, warm und weich. Ganz warm und weich, jawohl. Schön. Figuren benutzt worden, und jede Farbe ist einzeln, also das, jede Blume ist für jedes Ding einzeln gefertigt worden. Wenn sie da jetzt verfarbelt, dass das da auf den Wachs erhält? Das ist jetzt eine Ölfarbe. Das ist ein Gemisch aus einer Ölpaste mit Pigmenten drin und einem Ölverbindungsmittel. Dadurch wird die Farbe flüssig und man kann sie eben zum Bemalen hier nehmen. Und es trocknet an der Luft. Wenn die Ölpaste an sich trocknet, ja nicht. Ja. Weil der Ölgehalt eben so enorm drin ist. Und durch dieses Verbindungsmittel ist es eben dann geeignet zum Bemalen. Also es ist egal, in welchem Konzentrat dieses Verbindungsmittel drin ist, haben Sie sich auf der Radl aufziehen. Und zwar für eine Umdrehung, sondern 60 Umdrehungen habe ich auf der Radl draufgezogen. Und das andere Ende vom Loch durch die Zugwanne gezogen, da ist ein heißes Wachs drin. Und dass der Loch da drin bleibt, mit der Zugnabel den Loch in die Wand eingedrückt. Und drüben habe ich das Ganze aufgezogen. Also von einem Rad zum Wachs darüber. Das ist halt
Und dabei hat sich der Dopp voll Wachs gesaugt. Und dann hat er es 60 Umdrehungen zurückgezogen. Dann ist die erste Schicht Wachs hängen geblieben. Die zweite, die dritte, die vierte. Und bis diese Kerze fertig ist, braucht man ungefähr 24 Züge. Das heißt man Zug. 24 Mal muss das Wachs, muss der Docht durch das Wachs gezogen werden. Und jetzt, wenn ich die Kerze auseinanderbrechen würde und sie würden mit der Lupe das anschauen, dann würden die Bruchstelle, dann würden sie diese Arbeitsringe zählen können, so wie im Wald draußen mal bei einem Baumstumpf die Jahresringe zählen. Und daher kommt jetzt der Name Wachszieher, weil man das Wachs hin und her zieht. Dann wird die Kerze geschnitten in der Größe, die es die Pfarrei bestellt hat. Wir haben um die Jahrhundertwende 64 Pfarreien mit Kerzen versorgt. Vier zur Herstellung, und das ist die Seele vom ganzen Betrieb. Der Motor ist von 1684, wenn Sie sich das vorstellen, 1684. Und wenn man aufmacht, dann kommt ein wunderschönes Pferd zutage. Das sind wahre Künstler, die sowas gestochen haben. Und diese Form haben Sie gerade gesehen beim Herrn Heiler, wie er die ausgießt und zu einem Kopfmotiv macht. Und diese Formen, es gibt hier Informationen. Wenn man sowas sieht, kommt man ganz schnell auf irgendeinen falschen Gedanken. Aber Sie müssen sich die medizinische Versorgung vor 100 Jahren vorstellen. Kein Facharzt, keine. Man hat Zahnschmerzen gehabt. Wir nehmen heute sofort eine Tablette, weil wir halten es nicht mehr aus. Früher mussten Sie für Monate, oft Jahre mit dem Eiter im Kiefer leben. Das Eiter hat das Kiefer zerfressen, nur dass sie wissen, was sie mitgemacht haben. Und in dieser großen Angst, Schmerzen, haben sie so ein Gebiss gekauft und in die Kirche gestellt. Und so gibt es alles am eigenen Körper, auf das ich nicht eingehen möchte. Ruhig wegzudenken, frühest. Und nach der Zunftordnung von 1587 hat der Lebsetzer diese beiden Produkte als einziger verarbeiten dürfen und sonst nichts mehr. Und kein anderer durfte Bienenhonig und Bienenwachs verarbeiten. Nur der Lebsetzer, kein anderer. Und somit ist die Zunftordnung von 1587 prägt heute noch unseren Laden. Wenn Sie reingehen, haben Sie Süßigkeiten und Kerzen. Bis 1851, von 1610, wurde das Handwerk ohne Veränderung hier ausgeübt. Und dann merkt mein Vorgänger Herr Seiler, dass die Sachen mit Zucker besser gehen. Und dann bittet er den Bürgermeister von Pfaffenhofen, dass er doch auch Zucker verarbeiten darf. Und der Bürgermeister verbietet ihm das und sagt, du bleibst Lebzelter. Und er hat gemerkt, er kann ja nichts mehr gut machen. Und dann hat er sich an den König gewandt, an den bayerischen König. Er hat nach München einen Brief geschickt, den ich in der Staatsbibliothek in München gefunden habe, vom 16. Mai 1851. Allein schon wegen dem Brief rentiert sich, wenn Sie hier noch das Heft kaufen, das nur mit einer Schutzgebühr von 2,50 Euro kostet. Nur, dass nicht jemand das, aber es ist sehr wertvoll. Ist alles, was ich jetzt hier noch anschneide, ist da ein bisschen vertieft. Er schreibt dem König und schreibt, dass er den Bürgermeister für Namenstagsfeste und für Bälle immer wieder Torten aus Zucker machen muss. Bloß er darf es im Laden nicht verkaufen. Also, der Bürgermeister hat bei ihm die Torten machen lassen, aber hat ihm verboten, das zu verkaufen. Und er bittet jetzt den König in München, ob er nicht auch Zucker verarbeiten darf. Und dieser Brief ist hier abgedruckt, ich glaube zwei Seiten, untertänigst bittet er. Worauf er dann 1851
am 16. Mai vom König, vom bayerischen König die Erlaubnis bekommt, Zucker zu verarbeiten. Und das war der Tag, wo aus der reinen Lebzelterei eine Konditorei geworden ist. Und in der Zeit sind wir jetzt also Lebzelter, Konditor und Wachstier. Lebzelter war immer Lebkuchen und Wachstier. Das war nie Lebzelter und Wachstier, das gibt es nicht. Der Lebzelter, das Material hat keine Rolle gespielt, das Produkt auch nicht, sondern der Lebzelter hat einfach Kerzen hergestellt, der hat einfach von der Biene das Verarbeitungswein aus Honig. Und somit hat er auch eine kleine Monopolstellung auf Alkohol gehabt. Das möchte ich halt auch haben, Alkohol, Licht und Süßigkeiten. Dann würde ich nicht mehr dastehen müssen. Gut, meine Herrschaften, was ich nicht erzählt habe, ist der Lebzelter. Das mache ich aber auch nur mit zwei Bildern. Dann sehen Sie das mit den zwei Bildern. Mit den zwei Bildern erzähle ich Ihnen schnell, was ein Lebzelter ist. Im Bayerischen sagt man, du bist der Zweite, heute sagen wir so. Da meinen wir einen Menschen, der hart und kantig ist. Und diesen Zelten, so müssen Sie sich auch das Gebäck vorstellen. Da war kein Drittel drin, das war ein steinhartes Gebäck. Und zwar deshalb, dass man Bilder ausdrucken konnte aus dem Model, dass man nicht nur Zucker hergegeben hat, nicht nur Süßigkeiten, sondern auch ein Bild. Es hat keine Zeitung gegeben. Man musste die neue Frisur, die Mode, die Neuigkeiten, konnte man nur mit dem Zelten geben. Und so zeige ich Ihnen schnell zwei Bilder. Das ist ein ABC-Tafel. Das war zum Schulanfang. Hat man einen Kinder-ABC-Tafel geschenkt. Da ist als erstes schon der brutale Lehrer oben mit der Rute. Und nebeneinander eingeschüchtert die Schüler. Und dann das ABC. Man hat ihm das ABC-Lernen versüßt. Er hat das A runtergebrochen, hat es eingespeichelt. Das hat lang gedauert. Also mindestens 10 Minuten, wenn er es nicht eingeweicht hat. Und hat es gegessen. Dann hat er das B runtergebrochen und hat es gegessen. C, D. Und somit hat man dem Schüler das ABC-Lernen versüßt. Und wenn er beim Z war, dann hat man gefragt, hast du das jetzt endlich fressen? Jetzt wissen Sie, wo das herkommt, hast du das endlich fressen? Aus dem profanen Brauchtum erlebt selten, der drüber hinweggeholfen hat, über dumme Fragen, über Fragen, die man nicht beantworten wollte. Wenn er Taufe war, hat irgend so ein kleines Geschwister gefragt, wo kommt denn da mein Bruder her. Und das konnte keiner beantworten. Das wollte keiner beantworten, wie das Kind da herkommt. Und deswegen hat man das bildlich erklärt. Man hat Lebzelten den Kindern geschenkt, die so ausgeschaut haben wie wir. Das ist ein Mann mit den Fatschenkinder in der Hosentasche oder im Arm, im Rucksack. Und hat die Kinder das zum Essen gegeben. Und dann, wenn einer mal gefragt hat, du, was ist sie denn? Dann hat man es erklärt. Das ist der Kinderbringer, der kommt einmal im Jahr zu uns ins Dorf und gibt überall ein Kind ab. Und der Fall war erledigt. Ja, so hat man, oder ganz schnell noch, war ich zu schüchtern, meiner Freundin zu sagen, dass ich es gern habe. Dann hat man sich da gar nicht so angestellt, man hat einfach ein Liebespaar gekauft aus Lebzelten und hat es ihr geschenkt und hat gar nicht viel geredet. Und dann hat sie das schon gesehen. Es ist immer beim Liebespaar, er mit dem rechten Fuß hinter ihr mit dem schönsten Kleid. In der Mitte haben sie ein brennendes Herz als Symbol der brennenden Liebe. Und auf dem Herz ist ein Drei oben. Das heißt, nichts ist zwischen zwei schöner als die Drei, die und vier. Das heißt, nichts ist zwischen zwei schöner als die Treue für immer, vier und vier. Und wenn sie dann das angenommen hat, die Liebeserklärung, dann hat sie vielleicht das Haxerl ausgerissen, hat es gegessen und hat vielleicht zu ihm dann gesagt, du, ich hab dich zum Fressen gern. Dann ist bei heute oder damals dann als Wachsbilder verkauft worden, weil sie so schön sind. Gut, das jetzt nur in aller Kürze zum Leben, die hat in die Hosentaschen reingehört. Und dann war er warm, dann hat man aufklappen können, dann hat man da hingedruckt, dann hat man einen Kerzenständer gehabt und eine Kerze.
Und das war ja auf der Kirchenbank oben, wenn man im Rurati sozusagen in der dunklen Kirche kommt. Und deswegen hat man diese Wachstücke gebraucht. Die haben wir gebraucht für das Rosenkranzbeten, jeden Samstag Nachmittag, wenn jemand stirbt, wenn der Maria nicht ist, und so weiter. Wenn man die Wetterkerze nicht gefunden hat, in der Kurz Abitur gegangen ist, alles Zeiten, in denen man Wachstücke gebraucht hat. Haben Sie noch ein Geschenk gekriegt als Dankeschön für Stroh und Wachstücke? Und je nachdem, wie die Liebe ausgefallen ist, so ist der Wachstück ausgefallen. Und wenn sie eine faule Dirn war und hat den Strohsack das ganze Jahr nicht hochgebracht, dann war der wie ein Zementsack, dann hat er ihr vielleicht den Wachstock nicht geschenkt, sondern er hat ihr versteckt im Strohsack ganz hinten drin, damit sie wenigstens einmal richtig aufgeht. Und wenn sie hübscher war, dann hat er ihr schon ein schönes Wachstück geschenkt. Und wenn sie noch hübscher war, dann hat er ihr schon so ein Gebetbüchlein geschenkt und hat ihr dadurch gezeigt, wie gern er es hat. Und ja, und sie hat das aufgehoben, das war was Geweihtes, das wurde nie angezündet, im Aussteuerschrank zwischen den Stoffballen drin oder dann später im Glasschrank. Oder sie hat es dann, so wie sie halt, der Fotoalbum daheim haben, hoffe ich, wo sie sagen, mein, das war mal ein netter Mann und das. So haben ihre Tanten und Omas ihre Wachstecker gehortet und haben mit jedem Wachstock eine Verbindung gehabt mit der einen oder anderen Liebschaft. Also das, aber ein Wachstock, da könnte man nicht anfangen. Mit der Zeit, also der braucht es noch ein bisschen lager. Und dann mit der Zeit.